Hello, everybody here in Cologne. I'm glad actually to be in Cologne since I lived here in Cologne for years, and I have also some friends over here coming today to see me and watch me here a little bit. So let's see what we can do. At first, I'd like to introduce myself a little bit. Uh, well, uh, my name is Armin Hoffmann. In my usual, uh, my usual profession is uh, to be a teacher for information sciences for computer sciences in Frankfurt. I'm actually an internet user and an internet activist more or less from the first days of the internet more or less. Uh, what Concerns me with the CCC is, well, I'm a little bit Unix-fine, let's say, and I'm also a developer of uh, software known by uh, Daniel Bernstein uh, who is also pretty much known here in the cryptographic world and I try to develop it further and so forth and on if you w like to watch me what I do and like to follow me up uh, you get my webpage here uh, it's also a it's also a blog you can have a look at and also if you if you need to send me an email you have you have here my email address here actually the entire talk here will be available as pdf so uh, it's a lot of material There's a lot of links over there that means uh, and in that respect it's more or less complete i hope so Okay, uh, now I switch a little bit to German as well. Uh, let's see, what we can do about that. So, was ich hier ein bisschen berichten will heute Vormittag, ist uh, nicht uh, über die technischen Maßnahmen, die die NSA trifft, um so Kryptoschlüssel zu brechen und wie sie da ihre ganzen Programme organisieren, sondern wie eigentlich der interne Ablauf bei der NSA ausschaut. Uh, im Moment, ist das Thema ja wieder ein bisschen heiß. Da gab es ja Diskussionen hier wieder uh, um diese, um diesen Trojaner oder die, die Attacke, die man gemacht hat gegen den Bundestag. Es geht da wieder um die Frage Vorratsdatenspeicherung. Ich muss dazu sagen, dieser Vortrag hier, der ist ungefähr ein halbes Jahr alt. Also, ich habe mal gehalten so als Vorlesung äh, an meiner Hochschule und habe das ein bisschen hier gekürzt, damit das ein bisschen übersichtlich wird in den nächsten paar Minuten. Also was ich klären will, ist eigentlich so im ersten Mal, wie ist eigentlich äh, die Organisation der NSA, wie ist sie aufgebaut. Die NSA ist ja eine Geheimorganisation, da weiß man relativ wenig drüber. Was man weiß, äh, habe ich mal zusammengestellt in den letzten paar Jahren, speziell auch aus ein paar, Darstellung, die die Konstanze gebracht hat. Und auch der Andy Müller-Mokun hat es ja mal dargestellt. Das habe ich mal hier zusammengefasst, dass man da einen guten Überblick hat. Ich will kurz auch eingehen äh, auf die äh, entsprechend rechtlichen Grundlagen der Überwachung. Das wird auch oftmals vergessen. Äh, hier bei uns hat man so den Eindruck, dass die NSA ja eigentlich so eine ja, Kryptogesellschaft ist, die praktisch im Geheimen operiert. De facto ist es so, es gibt natürlich auch bei den Amerikanern ganz klare Grundlagen, auf der sie also basiert, was sie machen kann, was sie machen darf, was sie eigentlich nicht machen soll, auch wenn die weitgehend gebrochen werden. Aber das ist also ein Punkt, den wir hier diskutieren sollten. Dann will ich mal kurz darstellen, das ist auch sehr interessant, was ist das Portfolio, wie wir so schön sagen, der entsprechenden Operationen der NSA? Das heißt, was haben sie in Petto? Was kann ich von denen bekommen, wenn ich deren Dienst in Anspruch nehmen kann? Und wir haben ja derzeit auch wieder gerade in der Bundesrepublik die große Diskussion, ja, was hat der BND mit der, mit, der, mit der NSA zu tun? Was haben die angefordert? Also das will ich mal ein bisschen hier offenlegen, auch dass man weiß, wie das bei denen im Prinzip abläuft, was man quasi buchen kann. Wir werden sehen am Ende des Talks, die NSA ist eigentlich eine Art Dienstleister. Dienstleistung, Informationen, wie man so darstellen kann und wie die Prozesse ablaufen. Das ist also Gegenstand hier von meinem kleinen Vortrag heute. Ja, also dann geht es natürlich auch in Richtung äh, Selektors, Tracking, Targeting, was wir heute auch so kennen. Ja, gab es ja wieder große Aufregung heute im Bundestag oder diese Woche im Bundestag, äh, was die Selektoren betrifft. Ja, man kann das ein bisschen entspannt sehen eigentlich, wenn man weiß, worum es letztendlich geht und äh, ja, wie man sich vielleicht auch dagegen wehren kann, soweit. Dann will ich noch zum Schluss eingehen auf ein paar Prozesskennzahlen. De facto ist es so: Die NSA ist im Prinzip äh, ja eine halb militärische Organisation, kann man sagen, und sie muss also letztendlich dem Präsidenten auch ihre Zielzahlen mitteilen. Das heißt, sie muss sagen, was hat sie getan, was war, war, wie weit war sie erfolgreich? Ja, und wie sie erfolgreich war, werden wir noch sehen. Gut, erster Punkt hier: Die Aufgaben. Ähm, ja, man findet so äh, ein paar Stichworte über, über die NSA im Prinzip äh, in Wikipedia jetzt muss man eine Brille mal aufsetzen. Ja, de facto ist es so, die NSA ist eigentlich äh, ein Teil einer, eines großen Geheimdienstverbundes der, äh, der Amerikaner, der US-Amerikaner. Dazu gehört also die Defense Intelligence Agency, dazu gehört also die CIA dazu. Es gibt noch andere Teile davon, die, die, die das Militär betreffen soweit. Und die Ganze sind eigentlich koordiniert, und werden zusammengestellt von dieser, äh, von der, äh, vom Director of National Intelligence, dem ODNI. Und der Chef von denen ist ja mittlerweile auch bekannt, das ist der James Clapper. Naja, der Fefe sagt ja mal, dass der Typ, der lügt äh, öffentlich, ja, ist ja bekannt. Und äh, ja, was die NSA halt tut, ist also in diesem ganzen Bereich stellt sie Nachrichtendienste bereit. So wie bei uns der BND ist also eigentlich für die Auslandsaufklärung letztendlich verantwortlich dabei. Ähm, wenn man mal guckt und mal ein bisschen recherchiert, was sind die Zahlen, die da im Hintergrund sind, muss man erstmal gucken, was ist das Budget. Und das Budget dieser Dienste insgesamt betrug zumindest im Jahr 2013, das sind äh, natürlich die ganzen Auslandsstandpunkte mit dabei, so in, in der Gegend von 50 Milliarden Dollar bis 80 Milliarden Dollar. Ich denke, heute sind wir bei der Größenordnung, die da ausgegeben wird, allein für Intelligence Services um die 100 Milliarden Dollar. Kann man gut abschätzen, dass es da gerne ausgegeben wird für den Amerikanern? Ja. Ein paar Zielzahlen habe ich da genannt. Also, äh, wie gesagt, also, äh, das, Ziel der, das Ziel der NSA ist also hier das Verwanzen von elektronischen Geräten, das Aufdecken von Komplotten wegen mir, aber auch Sabotage gehört dazu und jede Art von subversiver Aktion. Also, zumindest was den technischen Anteil betrifft. Ähm, ja, der Auftrag besteht schon seit einigen Jahren und dann kam ja irgendwann im Jahr 2001. Wir, die Älteren von uns erinnern sich noch so ein bisschen daran, äh, 9-11, also ich bezeichne das auch gerne als Pearl Harbor im Prinzip der CIA. Alle diese Programme oder ein Großteil der Programme, über die wir äh, noch zu sprechen kommen oder auf die ich noch zu sprechen komme, die gab es auch schon vorher im Prinzip. ja braucht man sich nichts vormachen. Aber man hat natürlich gesehen, äh, mit dem Einsturz der, äh, der Wolkenkratzer und äh, den Impacts, die es da gegeben hat, die ganze Informationsstrategie, die die NSA gefahren hat, die war auf einmal wirkungslos geworden. Das heißt... De facto hätte, man, hätte man, hatte man das nicht verhindern können, trotz der ganzen, ganzen Anstrengungen, die gemacht worden sind. Und das führte eigentlich dazu, dass äh, gesagt wurde damals von der amerikanischen Regierung, okay, wir müssen im Prinzip die NSA und die ganze... Ähm die ganze Infrastruktur, die in den USA besteht, letztendlich neu aufstellen. Das heißt, die ganzen Programme, das heißt, die Aktivitäten quasi von NSA und CIA wurden neu aufgerichtet. Es gab da äh, ein gemeinsames Zentrum, das nannte ich Cyber Command, ist ja heute in der, in, der, in, der, in der Diskussion soweit, und es wurde ein Verbund aufgebaut mit den engsten äh, ja, Bündnispartnern, die sogenannten Five Eyes, mit denen man Intelligenz, Intelligence Services im Prinzip ausgeteilt hatte, betrieben äh, hatte, dann soweit. Also das war die Idee. Es gab da natürlich auch die Gründung von dem Homeland Security. Das kam alles dazu. Also die Welt vorher und nachher ist deutlich verschieden, kann man sagen. Gucken wir uns mal die NSA an. Ähm, die NSA ist also, wie gesagt,... Äh, zu charakterisieren, indem man ihre Führungsstrukturen sich anguckt, soweit, ja, da gibt es den Chief of Central Security Services und den Commander of the, of the United States Cyber Command. Wenn man sich die Webseiten anguckt, ich habe da ein paar verlinkt, dann ist es immer ganz komisch irgendwie, ja, weil da kommt so viel Patriotismus rein, wie toll man alles ist, die, die Moral der Truppe, die Ethik, die da zum, die da zum Tragen kommt, wird oft, oft kolportiert auf den Webseiten, aber inhaltlich erfährt man da relativ wenig, kann man sagen, ja. Und äh das Ganze ist also zusammengefasst als halb militärische Organisation und da gibt es eben diesen wunderbaren Satz auf der Website zu finden, The Central Security Services provides timely and accurate cryptologic support, knowledge and assistance uh, to the military cryptologic community. Also auch hier wieder das enge Zusammenspiel zwischen äh, den Nachrichtendiensten, die ja eigentlich äh, eine staatliche Aufgabe sind, letztendlich und dem und militärischen Abschirmapparat, den, den die USA da besitzt. Ja, und jetzt kommt, kommen wir zu einem spannenden Punkt und zwar ist das, wie ist die NSA aufgebaut. Man kann sich so vorstellen, dass die NSA im Prinzip ähm, aufgebaut ist in mehrere Hauptabteilungen. Und diese Hauptabteilungen werden wieder untergliedert in verschiedene Fachabteilungen dabei. Einige von diesen Hauptabteilungen, habe ich mal einen Stift hier. Ah, ja. Meinen Laserpointer mal rausholen hier soweit. Laserschwert hier, ja. Da gibt es die Special Collection Services, ja, SCS. Die kennt man ja, das waren die Leute speziell, die also äh, das Handy von Merkel abgehört haben, ja. Das wird eigentlich gemeinsam betrieben mit der CIA und das sind natürlich jetzt nicht nur Standorte, die in den USA zu finden sind, sondern sind also Standorte natürlich, die auch weltweit vorhanden sind. Sehen wir gleich noch dabei. Dann gibt es die Cryptologic Intelligence Unit, das sind diejenigen, die eigentlich den Code versuchen zu brechen, die also dort äh, aktiv sind, also äh, ja RSA-Schlüssel auszurechnen, was da so alles kommt soweit. Und da gibt es die eigentliche Abteilung S, die steht für Signals oder Signals Intelligence und die sorgt dafür, dass wir die Daten bekommen. Also auch Digitaldaten werden historisch gesehen noch als Signale bezeichnet, obwohl es ja was eigentlich anderes ist soweit. Da gibt es erstmal die Abteilung SA, Legal Interception. Wer weiß, was das ist, Legal Interception hier? Ja? Hallo, ähm, ich gehe davon aus, ähm, das sind die, die ähm, da wendet sich der NSA an die Telefon- und äh, Internetprovider und sagt, äh, hallo, rückt mal bitte die Daten raus, wir dürfen das. Also es gibt alles was auf Schnittstellen dazu, die also angesprochen werden können, äh, von außerhalb äh, im Rahmen von, im Rahmen von äh, ja, legalen Aktionen, kann man sagen, wo der Gesetzgeber sagt, mach das mal. Ja? Was die NSA natürlich normalerweise macht, das ist alles glänzend, also im Verborgenen. Aber auch die beschäftigen sich damit soweit. Ja? Äh, ich bin auch schon gefragt, worden, meine Software, machst du nicht meine Schnittstelle dazu, dass man da die E-Mails abschnauscheln kann? Bislang konnte ich mich noch erfolgreich dagegen wehren soweit. Gut. Ähm, dann gibt es die Abteilung S1, ist auch ganz spannend, ist Customer Relations. Ja, was sind denn die Kunden von der NSA? ja Werden wir gleich sehen, ist eine spannende Angelegenheit. Und äh, es gibt dann äh, die Abteilung S2, da geht es um Analysis and Production Center für, für spezielle Länder. Da geht es um die Aufklärung wirklich in speziellen Ländern, beispielsweise hier Foreign Intelligence, also auch äh, was gemeinsam mit der CIA betrieben wird. Also hier äh, die Botschaften hier oder was haben wir in Darmstadt, den Komplex da, den Decker-Komplex, was wir so alles haben dabei. Und es gibt dann äh, die Data Acquisition mit den verschiedenen Unterabteilungen. Ich will das jetzt nicht alles auf äh, aufdröseln, aber das sind die Fachabteilungen, die letztendlich die einzelnen Programme auch, die einzelnen Projekte äh, durchführen und die technisch vorbereiten. Ja, kommen wir noch gleich darauf zu sprechen. Ja, also äh, die Fachabteilungen sind eigentlich die, die, die entsprechenden äh, Dienste bereitstellen, die die technischen Möglichkeiten aufbauen und zur Verfügung stellen. Soweit. Ja, das Ganze ist, wie ich gesagt habe, hier äh, auf ganz USA im Prinzip verteilt. Das heißt, wir haben jetzt nämlich neben der NSA noch viele andere, äh, die in diesem Cyber Command zusammengeschlossen sind. Das gibt es allerdings erst seit äh, 9-11, 2001. Wir haben also hier äh, an oberster Stelle eben die US-Regierung natürlich. Äh, dann gibt es das Department of Justice, die gehören dazu. Unter deren Kontrolle sind die berühmten fisa courts also diese halbstaatlichen oder halboffiziellen oder verborgen verborgenen tagenden äh, Gerichtshöfe, ja, äh, ähnlich wie es in Zukunft hier mit TTIP der Fall sein soll. Und wir haben die entsprechenden Organisationen hier unten im Unterfeld dazu gehört eben die CIA, die NSA, dann also äh, das, ist der, das ist der Ach so, die FBI natürlich gehört dazu und interessanterweise auch äh, Drug, äh, das Drug Enforcement Administration. Also da geht es darum Drogenschmuggel und sowas alles, ja, oder Drogenmissbrauch. Okay, also das ist im Prinzip die, äh, die High Level Organisation der ganzen USA, äh, was denn was die Geheimdienste und ihre Aktivitäten betrifft. Alles gut miteinander verwoben. Ähm, bekannt ist die NSA ja, weil sie Daten abschnorchelt abschnor abschnor und das ist ein schönes Bild hier dazu. Das sieht man also im Prinzip, wie die Internetverbindungen, die Glasfaserverbindungen in den USA aufgebaut sind und wie im Prinzip die äh, Geheimdienste, speziell die NSA darauf zugreifen. Die haben ja ihre Zentrale äh, in, in, äh, in äh in, wo ist es hier Maryland? Einerseits ja, das ist der Komplex hier und in Utah was neu gebaut werden soll. Wir wissen ja auch dort was in Utah gebaut werden soll. Soll im Prinzip kapazitätsmäßig ausreichend die nächsten zehn Jahre äh, und da, die nächsten zehn Jahre zu dienen, den gesamten Internetdatenverkehr eigentlich komplett zu spiegeln und aufzu aufzuheben. Ja, dafür sind die Kapazitäten hier vorgesehen dabei. Und äh, die NSA forscht eben das Glasfaserkabel aus, also in Richtung Pazifik, in Richtung Atlantik. Das ist ja mittlerweile auch alles gut bekannt. Ja, ein bisschen aus Star Trek kommt da rein natürlich, ja. Das wird das auch gerne verkauft. Also äh, man muss sich überlegen, dass viele Aktivitäten, die man so sieht, die kommt einfach aus dem Science-Fiction-Genre raus. Wenn ich mit meinem Sohn ab und zu mal äh, sowas gucke, auch wie NCASA, äh, wie heißt das da? Diese eine Fernsehserie. Ja? Nicht? Wer sieht denn sowas, ja. ja? Genau, sowas ist das, ja. Da kommen manchmal Terme raus, so Begriffe raus im Prinzip, auch die äh, wirklich mir das Gefühl geben, dass da Berater für die NSA äh, das ganze mitgestrickt haben so nah dran ist es an der Realität. Also das ist jetzt so ein Blick in deren entsprechende Zentrale soweit auch. Gut, Rechtsgrundlagen, ich denke, das können wir also zum großen Teil eben auch hier mal kurz abfassen. Ähm, wir haben natürlich die Verfassung der USA, die einzuhalten ist, soweit ja. Aber dann gibt's eben äh, den Foreign Intelligence Surveillance Act von 1978. Ja, da sind bereits diese fisa Gesetzgebungen gemacht worden. Äh, ich habe heute bei der Hinfahrt gehört, ja, auch der BND muss auf eine richtige gesetzliche Grundlage gestellt werden. Das ist damals mit den äh, bei der NSA, bei der bei der äh, bei der NSA hier im Prinzip erfolgt 1978 mhm. vom äh, damaligen Präsidenten Jimmy Carter. Da gab's natürlich den Patriot Act von George W. Bush und äh, da geht es jetzt im Prinzip darum, dass man also die ganze Technologie aufgebaut hat. Ähm Was man auch mittlerweile weiß, ist, äh, dass es ein weiteres äh, gesetzgeberisches Mittel gibt. Das sind die sogenannten National Security Letter. Das ist also eine Anweisung, äh, die man bekommt als Betreiber von Social Client Internet-Plattformen. Und man muss dann äh, für die NSA die entsprechenden Daten alle offenlegen. Das ist ja dem. Äh, ja, dem Betrieb von LavaBit passiert, wo der Snowden seine E-Mails drüber gelaufen hat, drüber laufen hat lassen, ja. Und interessant daran ist, äh, man darf auch nicht drüber sprechen in der Öffentlichkeit, dass man so ein NSL, äh, so, eine, äh, so ein National Security Letter hier, ah, da sind ein Dreher drin, dass man die also auch bekommen hat. Also, es ist komplett im Geheimen, was da im Prinzip passiert. Ja, ähm, in diesem Patriot Act gibt es verschiedene Sektionen, ja, da gibt es die fisa Anfragen dabei, die wir hier machen können. Also, das ist ein relativ ausgeprägtes Verfahren. Also, in der Tat, wie ich schon sage hier, die NSA und die ganze Abwicklung hier, die läuft nach bestimmten Prozessen ab. Die Frage ist nur, wer ist der prozess wer ist der Prozess-Owner soweit, ja. Dann gibt es die Section 7 und 2. Da geht es darum, dass man Metadaten aufsammelt. Also, gibt es verschiedene Programme. Also, im Prinzip ist es so, alles das, was die NSA tut oder was sie umgesetzt hat, wird also durch eine entsprechende Verordnung letztendlich auch legitimiert. Und von daher ist das also im Rahmen der US-Gesetze komplett okay. Äh, Gerichtsbarkeiten habe ich schon erwähnt, ja. Es äh, sind also diese Geheimgerichte im Prinzip tätig, die dann darüber entscheiden, was da los, was da los ist. Also wir wissen ja selbst, dass äh, auch äh, eigentlich äh, der US-Senat und die äh, Regierung gar nicht richtig weiß, wer da alles dran teilnimmt soweit. Ähm, diese National Security Letter ist ganz interessant. Wenn man sich mal das Volumen anguckt, da gibt es eine Statistik hier äh, vor, vor ein paar Jahren dabei. Das ist aus der Wikipedia, glaube ich, da rausgenommen worden hier, ja. Also, es ist durchaus beachtlich, ja. Also, wo gesagt wird, dass Firmen im Prinzip ihre Informationen komplett über die Kunden offenlegen müssen mit steigender Tendenz. Also, es geht um bis 2006. Da war es also, also um die 12.000 Letters, die da verschickt worden sind pro Jahr. Also, durchaus beachtlich, das Ganze hier. Ähm. Was noch interessant ist und wichtig ist zu verstehen, wenn man die NSA sich angucken will, ist also äh, eine sogenannte Durchführungs- oder Ausführungsvorschrift, die von Ronald Reagan seinerseits noch unterschrieben wurde, ja, dass die Executive Order 12.333 12, im Prinzip, ja, das sind also äh, die eigentlichen Grundlagen, was die NSA tun soll. Die anderen Aspekte, also Patriot Act und auch äh, was wir da eben gesehen haben, das sind quasi die Rahmenbedingungen. Aber hier steht im Prinzip drin, was sie zu tun hat, ja. Also hier geht es vor allen Dingen darum, dass der Auftrag darin besteht, der NSA wirklich äh, Informationen zu sammeln weltweit, äh, speziell für Nichtamerikaner und außerhalb der USA soweit. Ja? Das ist das, was die Grundlage im Prinzip der ganzen NSA-Aktivitäten darstellt. Ja, ähm, da müssen wir mal kurz mal, ein, äh, kurz mal äh, einschreiten, oder ich muss mal kurz hier noch eine äh, Ergänzung zubringen. Also, was versteht im Prinzip die Amerikaner oder die NSA unter IT-Sicherheit? Das ist relativ eindeutig auch, ja. IT-Sicherheit besteht bei der NSA oder im Verständnis der Amerikaner darin, dass sich die Daten und die IT-Systeme im Zugriff der USA befinden. Punkt. Das ist IT-Sicherheit bei denen, ja. Also, äh, wir haben nicht den allgemeinen Begriff wie bei uns. Und was Datensicherheit betrifft, liegt dann vor, wenn die Daten unter der Kontrolle der USA sind. Ja, das ist das, was die praktisch intern quasi als, äh, als Leitlinie auch haben soweit, ja. Äh, Daran muss man denken und vor allen Dingen auch äh, ist wichtig dabei. Wir hatten Diskussionen auch in Deutschland hier vor einigen, äh, vor einigen Wochen und Monaten. Ja, im Prinzip ist es so, dass die Grundrechte äh, aus der amerikanischen Verfassung, äh, aus der Constitution eben im Prinzip immer nur für die Amerikaner, also für U.S. Yes Citizens gilt. Die gelten nicht für Nicht-Amerikaner und für natürlich erst recht nicht für Aliens, die außerhalb von äh, Amerika oder der USA wohnen so, weit, wohnen, so weit, ja Also NSA-Slogan: no what, but us, also no Nobus. Das ist das Verständnis. Ja, ganz nett. Das steht natürlich relativ äh, diametral gegenüber unserem äh, westeuropäischen Verständnis oder europäischen Verständnis allgemein von, äh, von Datensicherheit und Informationssicherheit soweit, ja. Äh, wir haben deshalb auch bei uns in Europa eben diese Safe Harbor Vorschriften, wo wir sagen, dass wir dort die entsprechenden äh, Sicherheitsgarantien gelten für Personenrechte. Wir kennen ja alle Diskussionen, die wir heute haben, was Facebook betrifft, was Amazon betrifft, wo die ihre Daten hosten müssen, wie es ist mit äh, Cloud-Anwendungen, dass die also möglichst hier äh, in Europa aufgesetzt werden. Weil ansonsten sind die eben, wie wir es gesehen haben, über, im Rahmen von National Security Letters immer kompromittierbar von den Amerikanern und relativ, oder machen kann man da eigentlich nichts, außer man macht also bestimmte kryptokratische Verfahren, dass in der Tat erst gar keine Daten anfallen. Gut. Schauen wir uns mal die NSA-Programme an. Jetzt haben wir genug über die ganze. Geschichte mit den Rechtsvorschriften äh, gesehen, schauen wir uns dem an. Ich habe ja mal äh, einen kleinen Screenshot gemacht von der Konstanze Kunze, was die gesagt, so ja, äh, und die hat mal dargelegt, auch recherchiert, äh, äh, was die Ziele der NSA für Deutschland, also die Bundesrepublik Deutschland sind. Das sind Cyberattacks Gegenspionage, äh, das herausbekommen äh, von strategischen Technologien hier in Deutschland, ja, was macht Deutschland mit seinen entsprechenden Waffenexporten, wie gehen die vor, ja, äh, wie, wie werden die, äh, wie werden diese, äh, wie werden diese gemonitort dabei, was sind die Aufgaben im Prinzip hier des Außenministeriums dabei, wie sieht es aus in Deutschland mit seiner finanziellen und ökonomischen Stabilität, das wir uns herausbekommen werden, das sind also die verbrieften Ziele, was was, der, was praktisch der Gegenstand, das Objekt da, äh, darstellen soll, der NSA Überwachung für Deutschland. Also, äh, ein dankbarer Dienst. Ich denke, das Außenministerium wäre interessiert daran, das also zu, das alles zu bekommen und zu verstehen, was die Amerikaner glauben, was für Deutschland wichtig ist. Ich denke, ist nicht unwichtig. Was haben wir für NASA-Programme? Für NSA-Programme? NASA-Programme, nicht NSA-Programme. Okay. Äh, man muss einfach wissen, äh, die NSA-Programme entwickeln sich so als Portfolio. Das heißt, man kann die im Prinzip buchen letztendlich. Das heißt, wir haben ein Angebotsstrauß, ein Bouquet von Maßnahmen, von Spionage-, sabotage die die USA benutzen und Überwachungsmöglichkeiten. Und das Ganze ist also in Programmen organisiert. Und die äh, Programme sind äh, abgebaut abgebildet nach äh, den entsprechenden technischen Anforderungen, also Telefonmitschnitte, E-Mail-Überwachung, Webseiten werden kompromittiert, etc., was da alles so kommt, Bewegungsdaten werden genommen. Und die ganzen werden also, äh, diese, diese Mechanismen werden, äh, werden aktiviert durch sogenannte Activity Designators, das heißt, dann können die konkret gezogen werden. Also, wir lernen daraus, was haben wir heute gehört über die Selektoren von der Bundesrepublik. Der, was da diskutiert worden ist, äh, welche Selektoren werden gewende, äh, angewendet, das ist doch nicht, inter nicht interessant. Diese Selektoren stellen praktisch nur äh, Begrifflichkeit dar. Wenn die aktiviert werden, sind es eben die Activators, die wir hier haben, ja, die genutzt werden. Das sind dann die Activators soweit, ja, und die können werden dann ange angesetzt auf eine Person, auf eine Institution, auf das Bundesinnenministerium zum Beispiel, wie man es eben so braucht soweit, ja. Äh, das heißt, dann werden die entsprechenden äh, Fingerprints erfasst, die Daten werden genommen, soweit man sie haben, und äh, dann werden die Daten ausgewertet, äh, wenn die Operation abgeschlossen ist, und es äh, findet im Prinzip ein Bericht statt, soweit. Also das ist die Vorgehensweise, kann man ganz grob sagen, der NSA. Ist eigentlich auch ein normales Tagesgeschäft bei den Nachrichtendiensten. Die, alle, die machen das alle so. Das ist nicht etwas, was ungewöhnlich ist. Ja, Das ist äh, ja, vielleicht für den einen oder anderen prekär oder auch moralisch verwerflich, aber das sind die, das, ist das Tagesgeschäft, die man es auch bei James Bond quasi kennt. yeah <laughs> Schauen wir uns mal an, wie das Ganze sich entwickelt hat soweit. Auch eine schöne Folie hier, schön bunt zumindest, ja. Also die ganze äh, Intelligence, die hier stattfindet, also die Nachrichtendienstliche Auflagen oder äh, Abwicklungen, kann man in die verschiedenen Programme unterteilen. Ich habe ja bereits erwähnt, die Programme finden immer statt auf Grundlage eines entsprechenden, einer Verfügung quasi, eines Rahmenwerks der US-Regierung. Was man hier kennt, ist also das Echelon-Verfahren, äh, schon relativ alt. Da geht es darum, dass man zum Beispiel auch den ganzen Funkspruchverkehr weltweit ab, äh, abschnorchelt. Das heißt, da fliegen Drohnen rum, da früher Flugzeuge rum, haben den Mobilfunkverkehr abgefahren und mitgeschnitten, soweit, ja. Mhm. Uh, unter dieses Programm fällt eben auch das Abschnorcheln hier von Merkels Handy durch einen Imsi-Catcher oder was sie immer da gehabt haben, soweit, ja. Das ist, die, uh, das ist die Abteilung F6, die gehört zu den Botschaften, das wissen wir mittlerweile. Dann gibt es uh, das Nehmen der Metadaten, dazu sind ja die entsprechenden uh, äh, entsprechenden uh, haben wir haben ja gehört, Patriot Act jetzt die letzten Tage die die Telefongesellschaft der USA verpflichtet. Das heißt Aufzeichnung, wer mit wem telefoniert hat, wann, wie lange etc. Das sind die Metadaten soweit. Und da gibt es das Programm Content hier. Und äh, das Programm Content, äh, das äh, gehört zu den Special Source Operations. Content kann sein, der Content, der anfällt bei den Providern. Um den auszuwerten, gibt es dann das Prisenprogramm oder der Content, der fällt an bei den äh, internet -Schnittstellen, also bei den entsprechenden Glasfaserübergangspunkten zum Beispiel ja, weltweit und äh, damit also der entsprechende Datenverkehr kopiert. Und dieses Programm findet immer noch statt natürlich, ja. das heißt äh, alles das, was, äh, der, äh, was die NSA bekommen kann an digitalen Daten über die öffentlichen Glasfasernetze des Internets, die werden da also abgeschnorchelt ohne Vertun wir werden noch nachher sehen, wie das funktioniert. Also das ist also hier bekannterweise das Prison-Programm. Ja, und da gibt es natürlich auch die wunderbare Sache der Sabotage. Da ist die Amerikaner, sind die Amerikaner auch ganz stolz drauf. Das Programm, unter dem das stattfindet, heißt Olympic Games. Und das Olympic Games führt dazu, dass wir also verlierte E-Mails haben und ähm, und äh, auch die Webseiten kom kompromittieren können. Wir machen also hier äh, man in den Mittelattacken gegen HTTPS-Webseiten und das ist auch ganz schön, ja. Also äh, das fällt dazu, aber natürlich auch hier äh, die Manipulation von Endeinrichtungen mit Hilfe von Trojanern, Stuxnet, äh, was wir da gesehen haben, ja gegen die Siemens-Anlagen zum Beispiel und das Iran-Programm. Das fällt eigentlich alles unter das, äh, unter das äh, Programm hier Olympic Games. Ja, und was sie sich noch vorgenommen haben, das ist noch nicht allzu lange her, war das, das Abschnorchen der ganzen Google-Suchanfragen. Das Programm hierzu hieß Serendipity, hieß soweit. Da war Google ziemlich angepisst darüber. Und seit der Zeit haben sie also, oder seit letztem Jahr, versuchen sie also in, ihre interne Datenkommunikation über das Google-Netz hier auch äh, zu verschlüsseln soweit. Anderes Programm ist Webforer, da geht es darum, das entsprechende Tor-Netzwerk zu hacken, ja, äh, dass man die Endknoten da kompromittiert, soweit. Naja, das sind sie auch schon ganz gut vor, vorgeschritten. Also, das ist so mal eine Kurzübersicht über die Entwicklung der Programme der USA im Rahmen des Cyberface. <laughs> äh, ihr könnt im Prinzip sagen, dieses Programm Content hier, das Programm 205 der USA, kann eigentlich unterteilt werden in so ein Programm Prism. Da ist ja schon einiges von äh, mitgeteilt worden, auch an der Öffentlichkeit. Da geht es eben darum, dass man also auf den Webservern die entsprechenden äh, Daten sich holt, ja. Äh, wir wissen ja, äh, kompromittiert wurden äh, und, und äh, genutzt wurden die Informationsquellen Yahoo, AOL, äh, Google, Microsoft, Apple, alle sind im Prinzip da äh, verpflichtet, ja. Das läuft dann über die bekannten National Security Letters dabei. Das andere ist eben, dass wir letztendlich hier äh, die Daten äh, komplett äh, Kopieren aus dem Internet heraus, an den Internetknoten beispielsweise, ja. Aber eben auch durch Anzapfen der durch Anzapfen des Glasfasers, ja. Wenn wir also keinen direkten Zugriff haben auf die Internetknoten, wissen wir, das haben sie gemacht, bei den Glasfaserstrecken, die also äh, durchs Rote Meer laufen zum Beispiel, ja. Da gibt es ein spezielles U-Boot, die Jimmy Carter, die ist genau für diese Zwecke vorgesehen und wird dazu genutzt auch dabei. Und dann gibt es so die sogenannte Quellen-TKÜ, kennt ihr alle? quellen das läuft darunter. Das heißt, es werden hier die Rechner im Prinzip verwandt, ja. An der Quelle hier durch Zero Day-Trojaner äh, und durch andere Aktivität, die wir haben. Da spielt ja auch die USA, äh, die Deutschen ganz gut mit, BND, Bundestrojaner, der spielt in der gleichen Klasse mit. Ich glaube nicht, dass die, dass der BND an der Stelle hier tätig ist. Der macht es eben nur hier. Dazu sind sie gesetzlich verpflichtet. Ja, äh, diese Special Source Operations, wie gesagt, äh, die äh, betreffen also einen Großteil der US-amerikanischen Firmen. Ich habe da ein paar jetzt genannt, auch schon. Natürlich auch Facebook ist dabei. Ja, wie gesagt, die können gezwungen werden, durch so ein Letter im Prinzip ihren Datenverkehr zu öffnen und zu sagen, was ist da passiert. Ja. Was, äh, da gibt es eben die entsprechenden Unterprogramme dazu. Die sind so vielfältig und das sind ja alles entsprechende äh, Geheimdienstnamen äh, hier. Prism, Marina, Mainway. Äh, also ich kenne die auch nicht im Einzelnen, aber es gibt viel Informationen dazu im Internet. Wer was dazu haben will, bitte mail an mich und äh, ich, hab, äh, ich kann das, das Material, was ich zusammengestellt habe, auch gern zur äh, Verfügung stellen. Zumindest auf der Peer-to-Peer-Weise. Mein PGP-Key äh, ist ja bekannt, der ist da drin. Die Folien hier gibt es auch übrigens alle später online. ja. Ja, wir gucken uns das mal an, wie sowas abläuft. So ein Prisenprogramm, programm äh, das sieht also, äh, also gegen Provider wie Yahoo und äh, Google zum Beispiel, ja, das sieht also äh, zu, dass wir also neben der NSA noch befreundete Organisationen haben, FBI und CIA, die kommen mit daran, ja. Und dann wird also geguckt, welches von den Mechanismen, die entsprechend äh, die NSA bietet, ist also geeignet, äh, den ganzen Datenverkehr hier entsprechend auszuwerten. Dabei, äh, das wird also dann im Einzelnen entsprechend zusammengestrickt, wie es gebraucht wird. Ja, also, das ist, wer, ist der Top Secret äh, Prism Collection Data Flow, den wir so kennen. Ähm, das Ganze findet ja wie gesagt nicht nur statt äh, an, der, äh, an, den, an den Servern im Internet, sondern das gilt natürlich auch genauso an die entsprechenden äh, Glaswasserstrecken im Internet. Alle diese Strecken, die wir haben, die werden also, äh, zumindest also, wenn der Endpunkt äh, und der Anfangspunkt USA oder äh, oder, Vereinigtes, oder Vereinigtes Königreich sind, werden komplett eben mitgeschnorchelt soweit. Das heißt, wir, der, der ganze Datenverkehr wird im Prinzip dupliziert und nach Utah geschickt soweit. Und bei Bedarf gibt es dann auch noch eine entsprechende Kommunikationsstrecke zwischen den Amerikanern, der NSA und der GCHQ wo also dann die GCHQ äh, gefragt wird, ob sie da kryptografische Dienstleistungen mitbringen kann so Ja, also das läuft natürlich alles. Ja, es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie aus der Welt geschafft wird, sondern das findet tagtäglich eigentlich statt. Ja. Ähm diese Special Collection Services, die ist weltweit präsent, also äh, die haben also Stützpunkte überall, natürlich auch in Frankfurt, natürlich auch in Berlin, wo sie überall zu finden sind. Hier ist eine ganz eine kleine Karte und das Ganze stellt sich eben da als Verbund von diesen Five Eyes, die da also alle eine Rolle beispielen. Ja? Das heißt also, man versucht wirklich überall den gesamten Datenverkehr weltweit äh, zu erforschen und aufzuzeichnen. Ist auch nichts Neues. Ein Spezialfall bilden diese Tailored Access Operations. Da geht es also darum, dass man für einen speziellen Verwendungsfall, also bei Bedarf quasi, äh, entsprechende Dienste äh, in Anspruch nehmen kann. Äh, ist auch schön, Tau Insight hier, ich habe mich davon inspirieren lassen. Da geht es also sowohl um Spionage und Überwachung als auch um Sabotage halt. Und dazu zählt eben auch der Stuxnet natürlich, ja, was da gekommen ist soweit. Schauen wir uns das mal an. Im Prinzip ist das. Äh, bei der NSA so wie es bei jedem Geschäft ist, es muss jemanden geben, der das Geschäft nimmt und jemanden geben, der das Geschäft gibt. Ja, also äh, ja, es gibt da schöne Beispiele, die liegen auf der Zunge, aber ich sage es lieber nicht. Also zum Beispiel wäre der Auftraggeber hier das Weiße Haus, der Auftraggeber wäre also hier zum Beispiel auch der Bundesnachrichtendienst natürlich, der Auftraggeber wäre irgendeine befreundete äh, Partnerorganisation beispielsweise. Ja, und das läuft eben so auf. Es gibt eine Anforderung. Dann guckt im Prinzip die NSA nach, hallo, haben wir das eigentlich bei uns im Portfolio mit drin? Können wir diese Dienste bieten? Können wir diese Nachrichten bereitstellen? Ja. Und da gibt es den dritten Punkt, die Kompensation. Und was ist die? Ja, Keine Ahnung. Also ich kann es Ihnen nicht sagen, was man dagegen kompensieren muss. De facto ist es so, und das ist das große Problem bei den Geheimdiensten, weil sie ja im Geheimen sind, ist das nicht bekannt. Das heißt, immer dann, wenn ich die Information ab, äh, abfordern will, dann äh, muss ich natürlich eine Gegenleistung bringen. Und das... Ist im Zweifelsfall dann ein Kompromat gegen den Antragsteller, ja? Also so Sachen wie die Edati-Affäre oder eben die Petraeus-Affäre, ja? Äh, da haben einige Leute ziemlich viel Dreck am Stecken. Also das ist leider so bei den Geheimdiensten, dass das dann eine Rolle spielt dabei. Ziel dabei ist insgesamt natürlich Wirtschafts- und Industriespionage, gerade bei ausländischen Firmen. Es gibt, geht natürlich um strategische Aufklärung. Es geht um, äh, ja, wie ich gesagt habe, Bereitstellung von Kompromat für unbeliebsame Personen, Sabotage und Manipulation von IT-Anlage. Also von Counterterrorismus ist da nur ganz wenig die Rede. Ja. Wenn man das ein bisschen im Detail anguckt, sieht's äh, ein bisschen anders aus, äh, sieht es eigentlich ähnlich aus. Wir haben einen Kunden hier, der macht eine Anforderung. Es gibt also bei der NSA, dass dieser innere Kasten dann hier ein Beschaffungsprozess. Da muss man gucken, welches Programm, welche Technik kann genutzt werden? Supply Chain Management nennen wir das hier, um die entsprechende, äh, um die entsprechende Information da bereitzustellen. Ja, dann wird also der entsprechende Selektor ausgewählt. Es wird dann eine Operation geschaffen. Also das äh, wird der Activity, äh, wird ein Task, wird, es wird hier Tasket äh, gegen den entsprechenden äh gegen, gegen das Land, gegen die Firma, gegen die Person soweit, ja. Die Informationen werden entsprechend als Artefakte gesammelt. Die werden dann als, als nächstes überprüft, ja. Das ist die Wertschöpfungskette hier von der NSA. Das heißt, hier wird äh, geguckt, ist die Information, die wir hier geholt haben, im Prinzip äh, relevant für die Auswertung, für den, für den Kunde, für den Auftraggeber soweit und nur die Informationen, die hier äh, durchkommen, die werden weitergereicht, ja. Das ist im Prinzip der zugrunde liegende NSA-Prozess und der ist ganz allgemein. So ist die NSA aufgestellt. Ich kann die also quasi buchen. Ich ich kann die nutzen und dort also bereitstellen. Das sieht dann also im Schaubild so aus. Wir haben also jemanden, der die Information anfordert. Ich sage mal, das ist der BND oder sowas. Ja, der stellt einen Request, ja, macht mal ein bisschen Aufl auf Auslandsaufklärung hier, NSA. Ja, äh, Dann wird geguckt, äh, passt der Request zu den laufenden Operationen? Auch solche, äh, äh, was, was passt in unserem Portfolio für diese Operation? Dann, wird also die, dann werden die Selektoren gebastelt. Es wird dann getaskt, wie wir gesagt haben. Ja, das heißt, hier werden die Selektoren aktiviert dabei. Die Daten werden genommen. Und werden dann von der, von der NSA wieder analysiert, gefiltert, verifiziert und zurückgegeben, ja. Und das passiert natürlich gegenüber einem Betrag X Dollar, X Euro oder wie auch immer das passiert. Das weiß ich natürlich nicht. Das heißt, wir haben also hier eine Anforderer-Hemisphäre und wir haben hier eine Durchführerhemisphäre, ja. Das ist also quasi der saubere Teil. Da werden quasi nur die Juden selektiert und hier werden sie entsprechend in die Gaskammern gesteckt, ja. Also wenn man das so mal so sagen darf. Ja. Im Detail sieht es noch ein bisschen komplizierter aus. Wir haben also hier den, äh, den Kunden von der NSA, der stellt die Anforderungen. Beim Kunden in der Regel ist es so, gibt es einen sogenannten Liaison Officer, der sagt, okay, das klingt vernünftig, was du fragen willst, lieber Kunde. Der macht also eine Freigabe des Auftrags. Dann geht es äh, an die obere Stelle der NSA, das ist die Signals Intelligence Directory, an die SIT. Die stellt fest, ist der Auftrag okay im Rahmen unserer Gesetzgebung soweit? Ja, da steht es nochmal, gesetzliche Grundlage. Da wird dann also entsprechend ein Auftrag draus gebastelt. Es geht an die Customer Relations Operation hier oder Organisation. Die weist es dann weiter an die äh, an die Abteilung, die fürs für eigentlich operative Geschäft äh, zuständig ist, ja. Und die macht dann das Tasking und sorgt also im Rahmen der entsprechenden Unterprogramme, die die NSA hat, dazu, dass die äh, richtigen technischen Maßnahmen abgegriffen werden, soweit. Ja. Also, das ist so, was wir alles haben, was wir da nutzen können, soweit. Also, das ist das Portfolio quasi, was die NSA zu bieten hat. Auch eigentlich ein ganz normales Geheimdienstgeschäft. Ich glaube nur nicht, dass der BND so aufgestellt ist, so komplex aufgestellt ist, wie die NSA hier ist. Ja, ja. und dann gibt es natürlich jetzt den Fall, den wir eben schon mal beschrieben haben: 9-11. Und da hat sich was geändert. 9-11 hat sich was geändert. Und zwar äh, war das so, bei 9-11 war es in der Tat so, dass also diese Erhebung der Daten, also das Selektieren, das äh, Aktivieren, das Tasking, das wurde vorher immer nur on-demand gemacht. Und später hat man gesagt, hallo, das ist uns zu wenig, sondern wir machen jetzt einen sogenannten Null-Selektor. Und das ist das, was wir eben äh, auch gesehen haben. Das heißt, es wird generell alles, aber auch rein alles, was an Daten verfügbar ist und geschnorchelt werden kann, geschnorchelt und eben abgelegt äh, für für eine spätere Analyse. ja Das heißt, was wir eben gesehen haben, der erste Fall, das war also eine, das war also eine Strategie, die immer dann stattgefunden hat, wenn irgendwas passiert ist, dass man darauf reagiert hat. Und das ist jetzt der Fall des des proaktiven, ja, also prokop oder wie heißt es da auch, kann man manchmal so hören, ja. So, das heißt also, wir haben ein komplettes Abbild. Und wenn jetzt der Kunde kommt, ja, und eine Anfrage stellt, dann wird nicht mehr geguckt, kann ich eine Operation hier bereitstellen, sondern da gibt es ja ein komplettes Abbild der Internetdaten und da kann ich dran drin forschen und die Idee ist, man solle dieser Datenbestand ist so groß, dass man fünf Jahre zurückgehen kann und gucken kann, was los. Ist. Ja. Das entscheidet also heute die Situation komplett. Und das ist auch der Punkt, wo der Snowden dann ausgestiegen ist, weil er gesagt hat: Das ist eine ansatzlose oder eine verdachtslose Vorratsdatenspeicherung oder Abbild der ganzen Geschichte. Das heißt also, wenn ich irgendeinen Fehltritt gemacht habe in vor zwei Jahren, ja, irgendwie moralisch verwerflich, ja, dann ist der hier drin und kann genutzt werden, um mich zu kompromittieren. Das wäre vorher nicht möglich gewesen. Ja. Dazu gibt es ein Programm für die Filterung, das ist auch bekannt, das ist X-Keyscore. Das heißt, da werden also die Datenbestände ausgewertet und verdichtet soweit. Und ich kann hier dann entsprechende Filter setzen. Das ist also ganz praktisch gemacht. Das kann ein Mitarbeiter machen. Der kann also suchen nach E-Mail-Adressen, nach Vorfällen, nach Zeitpunkten kann er wählen, ja, und kann also da die entsprechenden Daten rausholen und so weit, ja. Also, das sind so ein paar Beispiele. Das können Sie nicht gut sehen, das sind Screenprints von Screenprints von Screenprints, aber Sie kriegen sie als PDF zum Download. Ja, Angebotsportfolio, gehen wir kurz durch, ja, haben wir schon gesagt, alle diese Operationen oder die Groß der Großteil der Operationen ist eben clandestin, gehört im Verborgenen, habe hab ich schon besprochen hier, Anzapf von Glasfasern, äh, holende Informationen bei der Quelle etc., ja. Ähm, auch, äh, ich bin also mit Felix von Leitner da mit einer Meinung, also äh, die USA kann nicht starke Kryptographie brechen. Was sie halt tun ist, dass sie Fehler und Schwächen in der Kryptographie, die existieren, äh, de facto also ausnutzen kann und da versuchen können äh, und da versuchen also ihre entsprechenden äh, Ansätze drauf zu fahren. Das heißt, also äh, starke Kryptographie speziell Perfect Forward Secrecy ist da eigentlich von relativ geschützt, ja. Was ist, wo wo man sich natürlich nicht gegen schützen kann, ist eben das dass letztendlich die Daten äh, über eine Zwangsmaßnahme wie diesen National Security Letter geholt werden können, soweit. Ja, aber NSA ist natürlich auch tätig, äh, um Standards zu modifizieren, so dass sie denen genehm, äh, genehm sind. Es gab da viele Diskussionen in der Vergangenheit im Internet, äh, das Preschen der Verschlüsselung bei, bei TSL zum Beispiel, ja, im Rahmen von äh, TLS zum Beispiel, im Rahmen von Fortezza oder von den neuen äh, kryptografischen elliptischen Kurven soweit, ja. Aber ich denke, das können wir relativ äh, gut, sagen wir, relativ gut im Griff auch im Rahmen der Kryptografie. Ja, und was man will im Prinzip ist, äh, ist äh, diese Geschichte hier? Äh, das heißt, die ganze Welt wird im Prinzip IT-technisch kartografiert. Ja, wir können das Ganze abbilden auf entsprechende äh, Länder, auf entsprechende Personen, ja, und können dann jeden, jede Person im Prinzip targeten und gucken, was die tut. Ja, was wir diskutieren im Rahmen hier auch, was dem Bin Laden da passiert ist. Ähm, haben wir noch Zeit? Auch versuchen wir es mal. Ja, ähm, ich weiß nicht, wie lange. Ihr wisst, dass die NSA hier schon in Deutschland tätig ist. Den frühesten Vorfall, der dokumentiert ist und der mir bekannt ist, den ich auch äh, äh, euch zeigen kann und geben kann, ist Wirtschaftsspionage in Deutschland. Es gab und gibt immer noch eine Firma, die heißt hier Enercon in Deutschland. Die machen Windräder und sowas alles, ja. Die wollten 1998 im Prinzip hier ein großes Geschäft mit den USA machen. Und da haben sie also deren E-Mails und Telefonanlagen äh, abgehorscht und geguckt, dass äh, nicht Enercon in den USA zum Zug kam, sondern dann ein US, eine genehme US-Firma und äh, ja, das ist dokumentiert. Ja? Also von wegen, das ist nicht bekannt. Also es stand mal in der Zeit drin, ist ein Artikel, hier können Sie nachgucken. Ja? Dann wissen wir ja, also hier Spionage, das war 2009, der Klimagipfel in Toronto ist von denen ausspioniert worden, Sabotage 2010, Stux Virus zum Beispiel, Wirtschaftsspionage 2012. Das war die ganze Überwachung der der, der, der brasilianischen Ölfirma Petrobras. Da gab es das Programm Fair was genutzt worden ist. Und letztes Jahr die Geschichte mit der CIA-Spionage. Das heißt, das eigene der eigene US-Senat der eigene US-Senat wurde ausgefiltert hier und geguckt, was machen die eigentlich? Ja, das ist gut us spinat Okay, das sieht dann also im Einzelnen so aus mit den Programmen, ja. Äh, dass die das also so modular aufgesetzt haben, dass diese Technikprogramme recht einfach eingesetzt werden können. Da gibt es also immer so eine, äh, so, eine, so eine so eine Ziffer im Prinzip, äh, die das Programm darstellt und mit den Eigenschaften gegen wen es sich richtet. P2 ist eben hier Yahoo zum Beispiel, ja. Sequential Query oder was es da immer heißt, ja. wo haben wir denn hier SQC? Äh, was was da alles getan werden kann aus diesem Portfolio. S äh, ist nicht dabei. Okay also das ja, Fixed-Dreigreif äh, ist hier ja, wie man das auswerten soll, das ja, die Selektoren sind das hier, also das sind also die entsprechenden Eigenschaften, die wir da auch äh, kennengelernt haben soweit. Als äh, das mit Google hochkam, dass das Google-Netzwerk hier äh, abgeschnorchelt werden soll, war folgende Situation, die, dass also äh, der, interne, äh, der interne Netzverbund hier in der Google-Cloud hier, der war also unverschlüsselt, das hat Google jetzt geändert und äh, äh, die interne Kommunikation in der Google Cloud, die findet jetzt auch verschlüsselt statt, soweit, ja. Was vorher versucht wurde, ist also, dass man die Kommunikation zwischen dem normalen Internet und zwischen der Google Cloud, die ja dann über ein entsprechendes Interface lief, einen Router lief hier, dass man da versucht hat, die, die TLS-Verschlüsselung aufzubrechen, soweit, ja. Aber das geht ja nicht in allen Fällen, wie wir gehört haben. Äh, Park, äh, ach so, Kennzahlen, das ist jetzt der letzte Punkt. Äh, die NSA ist verpflichtet, wie viele andere militärische Organisationen auch diese Erfolgsquoten, diese diese haben dem US-Präsidenten mitzuteilen. Das machen sie auch periodisch. Das findet einmal die Woche statt, einmal im Monat statt, ja. Da stehen also drin die Aktivitäten und was damit bezweckt wurde. Also derzeit also Obama weiß ganz genau im Prinzip, was da läuft. Ich weiß auch aus anderen Quellen soweit. Guckt das mal an, es gibt also hier ein TAO Team in Texas, also Tailored Access Operations Team in Texas. Diese Kennzahlen sind normalerweise nichts besonders äh, äh, Auffälliges. Da stehen drin, wie viele Leute beschäftigt sind. Das sind also 30 Mitarbeiter hier von der äh, US Air Force dabei. Äh, das heißt, also hier muss man erstmal auch zeigen, was man äh, an Staffing im Prinzip hat soweit. Das nächste, was man dann mitteilen muss, ist, was man getan hat, ja, das haben die mal hier schön gemacht, die haben die Production Operations, also was da rausgekommen ist, mal für 2007, 2008 dargestellt, das sind relativ alte Zahlen, aber mein, man kriegt ja nicht immer die neuesten, Olympus-Tickets, was sind Olympus-Tickets, wer hat das, äh, wer hat das äh, eben mitverfolgt? Ja, alle wieder wach, Olympus-Tickets, was ist? Olympus-Tickets sind verwirrte Mails, ja, es sind also verwirrte Mails, die losgeschickt werden, ja. Und das waren also 10.000 von denen hier, ja. Was Sharp Focus und patchdusk äh, Patch ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Da gibt es auch keine Erklärung dafür, ja. Was sind Fox, äh, Fox Asset Messages? Gibt es auch eine Erklärung dafür? Das sind gespoofte Webseiten, ja, die man da auch weggeschickt hat. Und äh, das heißt also, man hat zwölf oder siebzehn verschiedene Webseiten geforscht und darauf äh, hat man also gesehen, es sind 2400 Leute gestoßen, 3440 hier und, und äh, entsprechend, äh, dann kam dieser Rücklauf da rein und äh, exploited, das heißt also, wo man das genutzt hat, um wirklich einen Rechner zu, äh, zu kompromittieren, waren dann in dem Fall hier 226, ja. Also das sind deren Maßnahmen, die sie haben. ob ihn dann HTTP, ob uns dann HTTP 2.0 was nutzt, ich kann es nicht sagen. Ja. Das ist auch schon so im Prinzip mein Abschluss dabei. Bei dem ganzen Riesenapparat, bei den 100 Milliarden Dollar im Prinzip, die jedes Jahr da ausgegeben werden von den USA, muss man sich mal fragen, wie ist jetzt im Prinzip die Erfolgsquote der NSA? Und da kann ich auch nur im Prinzip die Konstanze Kunze hier äh, zitieren, ja. Ähm, die hat das mal aus einem Bericht von der von der NSA, also mit Hilfe dieser Kennzahlen mitgeteilt. Ja, only modest contribution to the nation's security is achieved worden. Also im Prinzip ist der Riesenapparat wirklich kaum in der Lage, gescheit Informationen bereitzustellen. Ja, der Herr's Be no instance in which NSA could say which confidence that the outcome of the uh, terror investigation would have been any different. Das war auch, glaube ich, kurz gewesen vor dem, äh, vor dem Boston äh, Attentat, ja, wo der Typ jetzt zum Tode verurteilt wurde dabei. Das war also praktisch der Report äh, des Weißen Hauses dabei. Und das ist der ganze, äh, die ganze Erfolgsbilanz, die wir haben. Und das ist also das, was da dem gegenübersteht. Wir haben also im Prinzip eine, eine richtig große Unterminierung der ganzen Internetstruktur, wie wir gesehen haben. Wir haben also dieses Riesengemisch an, an Kompromat, was, auf, was gesammelt wurde, ja. Und im Gegenzug muss man einfach feststellen, dass quasi kaum Erfolge zu, äh, zu gewährleisten sind. Wer das auch heute verfolgt, es gibt ja diese diese äh, Aktion auch in Deutschland mit diesen Pre-Cops, dass man also äh, entsprechende statistische Programme hat, um festzustellen, wo irgendwo verstärkt äh, äh, Einbrüche, Verbrechen sind in irgendwelchen Gebieten von München etc. Da muss man auch sagen, das ist wahrscheinlich auch eine eher eine fulfilling Prophecy, weil natürlich schickt man zu dem Zeitpunkt mehr Polizisten dahin, die das dann verhindern, als das äh, als dass es wirklich an der statistischen Signifikanz liegt hier insgesamt. Ja, das war so mein kleiner Überblick hier über das, was die NSA im Prinzip hier zu, 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 zu liefern hat. Also nochmal, die NSA an der Stelle ist also eigentlich mehr oder weniger eine normal aufgestellte Organisation. Wir haben Kunden, wir haben Programme, wir haben entsprechende Ausgriffe, die wir bekommen können. Wenn wir wissen, wie das Ding tickt, dann sind wir natürlich viel besser gerüstet, uns davor auch zu schützen letztlich. Und äh, was man auch machen sollte mit dem Wissen, was ich versucht habe hier äh, zu vermitteln, ist, dass so ein bisschen die Angst nehmen von der NSA, was sie kann, was sie will. Ja, Also die sind natürlich auch beschränkt in ihren Mitteln. Die haben da nicht alle Möglichkeiten äh, auch äh, des, des Code-Preshens offen. Also wie gesagt, äh, die Experten sich einig, starke Kryptographie funktioniert. Und das ist natürlich der größte Horror im Prinzip für die Organisation. Das heißt, was sie bislang an Mitteln hatten, um, um Aufklärung zu machen, das läuft nicht. Man muss wieder auf die alten Mittel zurückgreifen mit Spionen und mit, äh, ja, mit anderen Möglichkeiten. Gut. Dann sage ich erstmal Dankeschön. Und Applaus wer Fragen hat? Ja, danke von unserer Seite auch erstmal. Ja, ein bisschen was Fragen können wir noch zulassen, falls welche da sind. Keine? Zu viel? Äh, wie stellt ihr das denn bereit, den, den Vortrag? Keine Ahnung. Ich bin hier auch nur Helfer. Achso, ist ja noch nicht, hä? ja? Ja. Dann kriegen wir das ja hin. Also die Antwort aus dem Publikum war, dass das auf der Website dann stehen wird. Also da sind auch die ganzen Links drin, da sind auch die Materialien drin dazu, ja. Also ich habe das versucht, wirklich einigermaßen substanziell auch zu recherchieren, das ganze Thema hier. Ich denke. Da kommt man ein bisschen mit weiter, das ist natürlich Arbeit, ja. Also es ist immer ein bisschen das Reverse Engineering von Geheimdiensten ist natürlich Aufwand letztlich, ja. Das, aber es bleibt ja kein anderer Weg übrig, da ja bekanntlich die äh, entsprechenden Organisationen sich ihre Informationen nicht freiwillig ent, äh, entkleiden, müssen wir das also von unserer Seite aus machen, ja. Und ich danke euch, dass ihr auch da also mithelft soweit und äh, da uns da insgesamt unterstützt in der ganzen Arbeit. Das ist schon ein maßgeblicher Punkt auch für die Aufklärung der Öffentlichkeit und für ja das Finden in der richtigen politischen Richtung. Ja, Wenn es keine Fragen gibt, dann nochmal danke.